Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Motortown Behind the Wheels. Behind the Wheel, nicht Wheels. Gut. Ja, wir haben ja in der letzten Folge uns ein bisschen das Spiel angeschaut. Oh, das Fahrzeug kann man auch kaufen, okay. Ja, überall stehen auch so Fahrzeuge verteilt rum, die man kaufen kann. Ja, wir haben uns ja in der letzten Folge mal so eine Frachtlieferung angeschaut und ich habe mir gedacht, wir nehmen mal so einen Anhalter mit. Ja, komm. Ich nehme mal mit. Warum nicht? Wir sind ja netter Bürger. Und ich habe mir gedacht, wir schauen uns einfach heute nochmal so ein bisschen das Spiel an. Nehmen mal ein paar Anhalter mit. Vielleicht kommen wir auch in der Nähe von einem Taxi, dass wir selber fahren können. Dann können wir auch mal so eine Taxifahrt unternehmen. Oder. Ja, ich bin wirklich von dem Spiel halt begeistert. Für 12,49 € kostet es. Habe ich gerade nochmal genau nachgeschaut. Blinker aus. Macht es einfach wirklich Spaß. Allein dieses Level-System, dass man immer mehr freischaltet. Die Map ist auch riesig. Ich glaube, da sind auch mehrere dabei, aber das ist jetzt die eine, die wir... Oh, der Focus RS. Ja, das ist jetzt diese eine Map, die wir mal spielen. Man kann auch übrigens einstellen, wie lange der Tag-Nacht-Zyklus dauern soll. Bei mir ist er gerade auf 30 Minuten, glaube ich, eingestellt oder so. Ist einfach richtig, richtig cool. Ich weiß halt nicht, wie die Steuerung mit Lenkrad ist. Habe ich noch nicht ausprobiert, habe ich noch nicht angeschlossen. Den Bus da hinten, oh, den VW-Bus oder den Bulli oder keine Ahnung, was das ist, kann man auch kaufen übrigens. Oben links sieht man unseren Kontostand. Aber so viel Geld habe ich noch nicht verdient, weil ich noch nicht so viele Fahrten gemacht habe. Ja, aber ihr seht halt bestimmt auch, das Geschwindigkeitsfeeling kommt irgendwie nicht ganz so rüber. Wir fahren gerade um die 70 km/h. Es sieht nicht aus wie 70. In der Ego-Perspektive sieht es, finde ich, ein bisschen schneller aus, aber auch nicht so arg. Aber das hindert mich trotzdem nicht dran, das Spiel cool zu finden, weil es ist einfach cool. Ah, der LKW weiß nicht genau, was er macht. Ich mag diesen Grafikstil auch total. Ich bin nochmal gespannt, ob man LKW-Fahrten machen kann. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass man Busfahrten machen kann, aber LKW-Fahrten denke ich auch mal. Weil man ja irgendwie gefühlt alles in dem Spiel irgendwann fahren kann, sobald man halt das passende Level erreicht hat oder das nötige Kleingeld halt hat. Ja, ich bin noch mal gespannt, wie diese Map hier noch bebaut wird, weil die soll ja noch ein bisschen dichter besiedelt werden und ein bisschen mehr hier und da verändert werden. Ich meine, klar, stellenweise sieht es noch kahl aus, aber stellenweise sieht es auch schon echt schön aus. Die kleinen Dörfer, die es gibt, sehen schon echt gut aus. Ich freue mich auch schon drauf, die erste Verfolgungsjagd mal zu machen. Die sahen in einem Video, wo ich mal gesehen habe, ganz lustig aus. Und da gibt es ja auch mehrere Streifenwagen quasi. Ich glaube, drei Stück sind es aktuell. Das ist übrigens der Krankenwagen, der hier gefahren ist, der Rettungswagen. Ich glaube, den kann man auch fahren dann. Ich habe jetzt schon gesehen, dass manchmal am Straßenrand so Leute stehen, die so ein Krankenwagensymbol drüber haben. Die müssen bestimmt ins Krankenhaus gebracht werden, weil es gibt ja auch ein Krankenhaus. Ja, ich gebe mal gerade ein bisschen Gas. So, wir schmeißen jetzt quasi einen Anhalter raus und der nächste möchte mitfahren. Aber nö. Ja, das sind übrigens hier die Bushaltestellen, die man überall sieht. Ich würde gerne jetzt nochmal eine kleine Fracht mitnehmen. Ich weiß noch nicht genau, was diese gelben Markierungen da sind, ob man da die Autos abstellen kann oder nicht. Ich habe keine Ahnung. So lange habe ich das Spiel noch nicht. Ich habe das auch erst vor einer Stunde oder zwei mir gekauft und runtergeladen, ein bisschen getestet und war halt dann begeistert. Okay, die Ladung ist ein bisschen groß für uns. Das bringt gut Geld, ist aber auch wahrscheinlich ein bisschen Fahrt. Ja, 6,3 Kilometer.
6,6, das wäre aber einmal um die komplette Karte rum. Das ist ein bisschen weit. 3,2 Kilometer. Ich glaube, wir nehmen die Fahrt. Ich würde nämlich gerne da unten Richtung unser Zuhause fahren. Ich weiß nicht, da in der Gegend vielleicht noch irgendwas. Das ist noch eine kleine Fracht, die dahin muss. Man sieht es halt immer unten auf der Karte, wo was hingeliefert werden muss. Und das Blaue sind quasi schon Ladungen, die wir schon geladen haben. Und das Orangene ist jetzt quasi eine Ladung, die könnten wir theoretisch noch mitnehmen. Machen wir auch. Und dann summieren sich die ganzen kleinen Beträge auch schon wieder zu was Größerem. Okay, was haben wir noch auf dem Weg? Auf dem Weg haben wir auch noch die Ladung und die, aber die passt nicht drauf. Das ist natürlich schade, weil das würde halt direkt auf dem Weg liegen. Okay, noch eine kleine Kiste können wir mitnehmen. Ah, und es gibt jeweils mehr Kisten davon. Okay, jetzt verstehe ich's. Ah, klar, da steht ja auch Menge. Jetzt verstehe ich's. So, unser Fahrzeug ist voll. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt eigentlich sichern brauchen, weil theoretisch würde ja da nichts mehr verrutschen, aber wir können ja unseren Spanngurt drüber spannen. So gut es geht. Die eine Kiste in der Mitte geht irgendwie, glaube ich, nicht. Ist aber auch nicht schlimm, die ist ja eigentlich so eingeklemmt. Da sollte nichts mehr passieren. Ja, jetzt müssen wir die Nacht überfahren. Ist aber auch nicht schlimm, weil unser Auto hat Licht und ich finde auch, das Licht sieht richtig gut aus. Da gibt es ja auch Spiele, da sieht man das Licht überhaupt nicht auf dem Boden. Oder schlecht auf dem Boden oder es macht überhaupt nichts hell, aber hier in dem Spiel, das macht wirklich was her. Auch in der Ego-Perspektive finde ich, kommt das Licht ziemlich realistisch rüber, obwohl der Grafikstil von dem Spieler nicht so realistisch ist, hat es aber wirklich realistische Elemente. Was es auch wiederum cool macht. Man hat auch Fernlicht übrigens. Wenn ich die Taste finde, da immer schön die anderen Autos anblenden. Gut. Ja, wir halten uns natürlich jetzt wieder nicht so an die Verkehrsregeln, driften ein bisschen durch die Gegend mit unserer Fracht hinten drauf. Ist natürlich heute nicht ganz so schwer wie in der letzten Folge. Ich glaube, da wo wir hinfahren, gibt es dann auch ein Taxi. Das heißt, wir können dann in der nächsten Folge, weil wir haben ja noch ein bisschen Fahrt vor uns, können wir dann auch mal eine Runde Taxi fahren. So, schön blinken zum Überholen. Macht man zwar hier wahrscheinlich nicht, weil die Linie durchgezogen ist, aber wen interessiert's? Ja, wäre natürlich jetzt wieder eine andere Sache, wenn die Polizei hier in der Gegend wäre. Oh, cool, es gibt eine Rennstrecke. Oh, das ist bestimmt auch gut. Eine Rennstrecke mit den Fahrzeugen, mit der Fahrzeugsteuerung zum Rumdriften ist bestimmt richtig cool. Der will abbiegen. Wusste ich's doch. Aber ich finde die Fahrzeugsteuerung auch voll in Ordnung. Man merkt halt immer, wie die Federn mitarbeiten vom Fahrzeug und ist echt gut. Ich spiele jetzt mit Tastatur und habe eigentlich wenig Probleme mit. Ich denke mal, das Spiel unterstützt auch Lenkrad. Ich muss es irgendwann mal ausprobieren. Oh, das schaffe ich nicht mehr. Bis der Rettungswagen da ist. So, Elefantenrennen gegen LKW. Na, obwohl, jetzt gibt unser Auto endlich mal Gas. Vielleicht müssen wir doch mal in den Sportmodus wechseln. Oh ja. Da dreht der Motor etwas höher, bis er schaltet. Allein auch, dass so Modis eingebaut sind, ist schon richtig cool. Wie gesagt, für das Geld unschlagbar für den Preis.
So, das ist jetzt das Fernlicht wieder. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Also ich bin, wie gesagt, begeistert. Merkt man auch wahrscheinlich. Weil es einfach so viel bietet für so einen niedrigen Preis. Allein wie die Reifen da über diese Straßenhubbel da drüber federn, ist schon wirklich gut umgesetzt. Ach, unser erster Haltepunkt ist ja schon hier. Wir sind ja schon da. Und Handbremse ziehen und rumdriften. Ach, es macht schon Spaß. Es macht echt Spaß. Besonders, weil es halt auch so flüssig läuft und alles so gut funktioniert. So, erste Fracht ist abgeliefert. Und wir driften mal halb über den Tübi drüber. Und wir kommen jetzt gerade ernsthaft da nicht hoch. Okay, ein bisschen Schwung nehmen. Ah, die Handbremse war, glaube ich, noch drin. Ja, man muss hier ein bisschen mit Gefühl fahren. Ah, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Ja, wir haben das Stoppschild. So, unser nächster Lieferpunkt. Das ist halt gut, wenn man sich dann so mehrere Lieferketten quasi bildet. Ah, die Polizeistation will ich mir auch nochmal anschauen. Vielleicht können wir ja schon Verfolgungsjagden machen, wenn wir in das Polizeisymbol reingehen. Muss ich dann auf jeden Fall mal schauen, aber ich glaube, wir müssen gerade wieder die andere Richtung noch was abliefern. Ja, unsere Ladung ist gesichert. Wir können ein bisschen rumdriften. Wobei, ich glaube, die Orangen oder was auch immer da drin ist und die mittlere Kiste nicht. Aber wir müssen jetzt wieder zurückfahren. Warum das? Hatten wir vielleicht die falsche Reihenfolge ausgewählt oder... Naja, sind nicht so viel Meter. Ist nur wieder ins andere Dorf zurück. Vielleicht muss man sich da auch die passende Reihenfolge aussuchen. Aber das ist ja alles hier an einem Ort. Ich bin echt mal gespannt, was für Fahrzeuge noch reinkommen, was die noch so für Möglichkeiten reinbauen. So, abgeliefert. Hier ist noch eine Anhalterin. Die nehmen wir aber jetzt nicht mit. Ich habe gedacht, ein Lieferpunkt ist es aber nicht. Ich bin nur wieder verwirrt. Allein, dass diese Straßen auch links diese Regenrinne hat quasi. So, das war's. Wir haben alles abgeliefert. Ich will gerade mal schnell bei der Polizei hingehen. Ach, hier stehen übrigens auch die Busse. Also die kann man alle fahren dann wahrscheinlich. Sehen auch richtig schön aus, die Modelle. Und das sind Taxis. Wir können momentan nur das kleine Taxi fahren. Die anderen haben wir noch nicht freigeschaltet, weil wir noch nicht genügend Taxifahrten hatten. Aber ich feiere auch die Busmodelle. Die sehen richtig cool aus. Ja, ist übrigens die Tankstelle da hinten. Und ich glaube, die Polizeistation war die Richtung. Ich finde, man hört es auch so schön, wie das Fahrzeug jetzt den Motor höher drehen lässt, bis es schaltet. Weil wir fahren ja momentan noch im Sportmodus. Oh, das könnte knapp werden. Na, doch nicht. Alles gut. Die Steuerung regelt. So, ich weiß halt echt noch nicht, was diese gelben Dinger hier bedeuten. Parkplatz. Parken, ah, okay. Ah, okay. Ist ja noch nicht unser eigenes Fahrzeug, wir haben ja noch keins gekauft. Dann könnte man das theoretisch parken. Na gut, wir können auch den Motor ausschalten. Und falsche Taste.
Ah, okay. Ah, wir schauen mal in der nächsten Folge, ob wir Taxi fahren oder Polizeiverfolgungsjagden machen können. Ich finde auch, die Fahrzeugmodelle sehen richtig schön aus. Sehr, sehr schön. Na gut. In der nächsten Folge fahren wir entweder ein bisschen Taxi oder vielleicht klappt es ja auch mit der Polizei schon. Vielleicht habe ich ja schon ein Level erreicht oder vielleicht auch nicht. Oh, wir sind schon Stufe 7, sehe ich gerade links. Na gut. Ich will nicht das Video in die Länge ziehen, also deswegen vergesst nicht zu liken, wenn euch das Video gefallen hat und denkt dran zu abonnieren. Dann unterstützt ihr mich richtig, richtig gut. Und dann würden wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen. Macht's gut, bis dahin, tschüss.